Hi Leute, du willst immer das, was du nicht hast. Gesundheit ist für dich jetzt vielleicht das Allergrößte. Oder diesen oder jenen Traumpartner zu haben. Ein Haus. An einem Traumstrand, auf einer Insel, das Traumauto, ist alles für dich. Aber vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, jedes Mal, wenn du einen Wunsch erreichst, bist du vielleicht kurzfristig befriedigt und dachtest, es wäre alles. Und dann kommt entweder der Wunsch nach mehr, irgendwie willst du mehr. Aber wann willst du stoppen? Hier gibt es halt mal Grenzen auf der Erde. Überall gibt es Grenzen. Unser Körper ist dadurch definiert, dass er eine Grenze hat. Wenn es keine Grenze gibt, dann bist du auch nicht mehr da. Wenn du deine, wie die Zelle ihre Zellwand hast, so hast du ja deine Haut, eine Grenze. Nur mit dieser Grenze kannst du die Welt hier wahrnehmen. Aber du möchtest immer mehr. Nach was greifst du eigentlich? Möchtest du vielleicht alles? Oder stoppst du irgendwann? Vielleicht wird dir auch irgendwann langweilig, wenn du König der Welt bist, König von Deutschland. Dann denkst du, ja, da gibt es doch noch mehr Länder irgendwann. Vielleicht bist du auch in eine lethargische Position reingekommen. Dann bist du einfach nur zufrieden. Zu sein mal eine Weile, aber es ist dann auch nur eine Weile und dann wird dir langweilig. Nach was suchst du eigentlich? Ist es vielleicht alles? Ist es vielleicht alles? Könnte es alles sein? Es könnte sein, dass du eine Suche auf eine falsche Ebene verlagert hast. Die Suche, was einzuschließen, auf eine falsche Ebene verlagert hast. Genauso denkst du vielleicht, Gesundheit ist jetzt alles, weil du gerade Gesundheit nicht hast. Aber Gesundheit ist nicht alles, wirst du feststellen, wenn du Gesundheit hast. Und ich erzähle dir zwar viel über Gesundheit, aber das ist eben einfach nur eine Grundvoraussetzung. So, dein kleiner Finger. Wie wichtig ist der schon? Er ist wichtig, er soll da sein und funktionieren. Und wenn jemand dir den in den Schraubstock steckt und dazu drückt, dann tut es weh und für dich kommt erstmal kein anderer Gedanke, als den kleinen Finger aus dem Schraubstock zu bringen. Und wenn du keine Gesundheit hast, dann kommt dir nur der Gedanke, wie kann ich wieder Gesundheit erlangen? Und du denkst, es ist alles. Aber Gesundheit ist eigentlich nur die Grundvoraussetzung, dass du das Leben hier erfahren kannst. Du kümmerst dich einfach darum, wie dass du dich richtig ernährst. Dass du dich richtig um deinen Körper eben kümmerst und gesund bist. Und dann kannst du erst anfangen, hier die Welt zu entdecken. Wie als Kind so. Gesundheit ist doch nur eine Grundvoraussetzung, dass du die Welt entdeckst, dass du was genießt, dass du deine Grenzen ausweiten kannst und was einschließen kannst, was integrieren kannst. Aber im Grunde suchst du danach alles einzuschließen. Aber auf der körperlichen Ebene wird es nie funktionieren. Du kannst es mit Sexualität probieren. Aber es wird nie dauerhaft sein. Du kannst es mit Drogen probieren, mit anderen Sachen, mit allen möglichen Mitteln. Oder mit Macht, mit Reichtum, im Äußeren. Aber wenn du stirbst, was bleibt dir dann? Wenn du ins Grab gehst, spätestens kurz vor deinem Tod, du brauchst kein Leben führen, indem du irgendwas probierst anzuhäufen und dann beim Tod festzustellen, hey, ich bin, ja, wie man so schön sagt, der reichste Mann auf dem Friedhof. Checkst dann irgendwann vielleicht, dass du nichts davon mitnimmst. Worauf ich hinaus will, du kannst diese Suche verlagern von der physischen Ebene weg, weil du wirst niemals. Stell dir vor, es gibt immer was Größeres, es gibt immer mehr. Du kannst nicht
alles integrieren, wenn du alles möchtest, indem du alles besitzt, indem du alles einnimmst hier, alles kaufst oder was weiß ich. So kannst du niemals alles erreichen. Es ist wie willst du unendlich, bis unendlich zählen? So, wir fangen heute an zu zählen, setzen uns hin, morgen sind wir bei unendlich, nein, in 2 Tagen? Nein. Du wirst nie bei unendlich ankommen. So funktioniert es nicht. Es gibt andere Mittel und Wege. Durch eine Bewusstwerdung können sich andere Kanäle, andere Dimensionen öffnen. Ein anderes Bewusstsein kann sich entwickeln, wie auch immer du das nennen magst. Du entwickelst ein anderes Bewusstsein, indem du merkst, hey, du bist mehr als dieser Körper hier. Du kannst ja auch ganz offensichtlich sehen, hey, dieser Körper hier hat sich völlig verändert. Irgendwann warst du mal so klein. Wo ist dieses kleine Kind hin, das du mal als Baby warst? Jetzt bist du irgendwie so groß, du bist 2 Meter, bist 1,50, egal wie groß du bist. Wo ist dieses Wesen hin? Irgendwie ist es ja gestorben. Oft sehen wir nur das Offensichtliche. Wo ist das Samenkorn hin, wenn du eine Maispflanze pflanzt? Wo ist das Samenkorn hin? Offensichtlich ist das Samenkorn gestorben, damit eine Pflanze daraus entstehen kann. Was ist tot? Hier ist nur Transformation, hier ist nur Veränderung. Der Tod ist eine Annahme von dir, fiktiv. Dein Körper, der ist aus der Welt einfach rausgekommen, aus der Erde, geschaffen und geht wieder zurück, wird wieder zu Asche. So ist es hier. Aber da steckt ein ganz anderes Bewusstsein dahinter. Und wenn du mal deine Gedanken auch zum Beispiel beobachtest, dann merkst du auch, hey, wer beobachtet eigentlich diese Gedanken? Du kannst selber mit dir reden. Du kannst deine Gedanken anschauen. Du kannst sagen, hey, ist ja interessant, was ich da denke. Was denke ich da überhaupt? Und wer schaut sich gerade diese Gedanken an? Und umso mehr du dieses Bewusstsein entwickelst, immer mehr in diese Beobachterrolle reinkommst. Das heißt nicht, dass du dann irgendwann lethargisch irgendwo rumhängst. Ganz im Gegenteil. Das passiert einfach nur die ganzen Sachen und ganz automatisch. Du musst eine Anstrengung aufbringen, um nichts zu machen. Du wirst aktiv sein. Du bist viel fitter und energetischer, weil du nicht mit dem Widerstand gegen deine normale Natur arbeitest. Und alles einzuschließen kannst du eben über diese anderen Ebenen erreichen. Durch Meditation, indem du ein anderes Bewusstsein entwickelst. Aber hier in der physischen Welt kannst du nie alles erreichen. Dann gibt es keine physische Welt mehr. Wie gesagt, dein Körper ist nur durch eine Grenze definiert. Das soll heute nur mal ein kleiner Denkanstoß sein. Kommentiere auch sehr gerne unter dem Video, was deine Meinung dazu ist. Und gerne liken und teilen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend oder Tag, was auch immer. Mach's gut. Ciao.